Rareware. Nintendo Präsenz. 1995, Nintendo. Diddy Kong's Quest. Ich bin Gambit-Spieler. Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar, wie schon im letzten DKC-Video angekündigt, die Fortsetzung. Der beste Teil der Trilogie. Diddy Kong's Quest. Es geht hier um den Nachfolger, das ich schon erwähnt habe. Und mach ich mal ein bisschen Einstellungen. Hier geht die Geschichte andersrum. Hier wurde irgendeiner entführt. Bloß wer? Donkey Kong? Kann nicht sein. Aber wollen wir erstmal das Spiel spielen. Galionsplanken. Wir sind auf einem Schiff, wie man sieht. Und wenn man jetzt die Neuerungen sieht. Grafik immer noch recht ähnlich, aber trotzdem gut. Und dann mal gucken, was wollen wir überhaupt? Gehen wir mal hier rein. Und da haben wir schon die Info. Donkey Kong Country wurde entführt. Donkey Kong wurde entführt von King Carol. Natürlich die Rache für den ersten Teil. Eine recht solide Geschichte. Aber das sind nicht die einzigen Änderungen. Also wir spielen hier nur mit Diddy, wie es aussieht. Oh, das ist schade. Nur mit einem Affen. Das wird richtig höllisch schwer. Es gibt hier noch ein paar Änderungen zum ersten Teil. Erstens, wenn wir nur einen Affen haben, wo ist du diesen DK-Fass? Ja, wir haben noch neue. Die Freunde von Diddy Kong. Und zwar Dixie Kong hat neue Fähigkeiten, aber auch im Gesamtpack haben sie neue Fähigkeiten, wie man hier sieht. Man kann sie Huckepack tragen und auch werfen. Und zwar auch nach oben werfen und somit zu höheren gelegenen Stellen kommen. Ups, da wollte ich nicht. So, wie geht's hier weiter? Es gibt noch weitere Änderungen. Und zwar die tierischen Helfer, es gibt neue. Ein paar sind schon aussortiert worden, glücklicherweise. Und man sieht hier, es gibt auch eine Änderung im Punkto. Na, komm. Im Punkto Bonuswelt. In der anderen Welt musste man nicht hier die Bonuswelten schaffen. In diesem Spiel muss man sie spielen. Und wir haben jetzt Dixie und dann zeige ich euch mal die Neuerung von Dixie. Was kann sie denn Schönes? Erstens ist sie lahm. Ich mag sie überhaupt nicht. Aber sie kann fliegen und das ist ein großer Vorteil. Und wir haben jetzt hier ein blödes. So, mal gucken. Hier gibt es irgendwo, glaube ich, eine Bonuswelt. Ja, sag ich doch. Die erste. So, die Bonuswelten. Im Gegensatz zum ersten Teil muss man sie hier schaffen. Wie gesagt, nicht nur finden, auch schaffen. Noch erledigen. Jede Bonuswelt hat eine bestimmte Aufgabe. Es gibt dabei drei verschiedene. Die erste hier, seht ihr hier, man soll alle Münzen finden. Und ich muss jetzt noch rausfinden, wie man hier wechselt. Und auch die tierischen Helfer haben Neuerungen. Und zwar so ein sogenannter Superstoß oder Rammstoß, wie auch immer, irgendwie eine Superfähigkeit, die man aktivieren muss, um manchmal zu Bonuswelten zu kommen. Also hier in die zweite Bonusfeldart. Besiege alle Gegner. Es geht weiterhin, man darf sich nicht treffen lassen. Und ansonsten, ihr habt es schon gesehen, es gibt neue Münzen. Erstmal diese Gremmünzen. Das ist praktisch die Währung, die man für Bonuswelten kriegt, wie man hier gesehen hat. Nehmen wir mal ein paar Bananen. Und es gibt noch eine sehr wichtige Münze. Diese genannte DK-Münze, die hat Cranky Kong hier versteckt, um zu testen, wie gut man wirklich ist. Ha, ha, ha. Sind teilweise richtig viel versteckt. Und ist die letzte Neuerung, zumindest vorerst letzte Neuerung, wir können mit dem tierischen Helfern nicht komplett bis zum Ziel durch. Hier, dieses nette Schild sagt verboten. So, was gibt's denn noch? Bis jetzt gab's im ersten Teil gab's dafür das Zielerreichen nichts Besonderes. Hier kann man sich Bonus holen. Wie zum Beispiel diese nette Bananenmünze. Die offizielle Währung in diesem Spiel. Und was ist noch neu? Das Ausrufezeichen. Und ihr seht hier unten unter dem Piratenpanel rechts noch das Zeichen DK-Münze. Das heißt, wir haben hier alles gefunden. Ausrufezeichen, wie vorher schon. Alle Bonuswelten, DK-Münze. Wir haben auch die Donkey Kong-Münze geholt. Und nun zum sogenannten Schlottermast.
wie gesagt, so, brauche ich die hier? Ja, brauchte ich. Skill lässt grüßen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen mit dieser Dixie einfuchsen. Ich habe die schon damals nicht gemacht. Wie kann man eigentlich die wechseln? Keine Ahnung. Werde ich beim nächsten Video mal rausfinden. Hoffe ich zumindest. Fliegen ist übrigens mit Springen, oder? Ja. Und ihr seht auch hier, Bonuswelten werden auch gekennzeichnet. Aber gut. Hier wieder eine Aufgabe. Alle die Münzen finden. Und in diesem Welt gibt es so ein paar nette versteckte Münzen. Bonuswelten. In diesem Level denkt man gar nicht so früh. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad nicht so extrem schwanken wie früh in dem ersten Teil. Das ist auch so ein großer Pluspunkt. Da ist wirklich langsam annehmbar. Nicht so wie, ich sag mal so, im Knallertal von Donkey Kong Country. Da war ja schon richtig heftig. Was ist das hier? Ich dachte, ich wäre eine Bonuswelt. Aber wohl nicht. Na komm. Nein. Haben wir vertan. Okay. Oh, nein. Na gut. Was soll's. Wenn ich noch nicht weiß, wie man mit Dixie hier weiterkommt. Ah ja, Münzen. Der große Nachteil aus Teil 1 ist leider immer noch. Oh, schön. Wenn man einmal aufhört, sind die Leben weg, die man hatte. Wirklich bedauerlich. Ja, da wollte ich nicht rein. Ansonsten ist es wirklich der absolute Beste. Wenn man, ja gut, ich sag das für lieber nichts. Eine neue Möglichkeit, auch in eine Bundeswehr zu kommen, seht ihr hier. Eine Kanonenkugel. Und was macht man mit Kanonenkugeln? Richtig, man lädt damit Kanonen. Um sie dann fürs Bonuswelt zu nutzen. Hier sehen wir wieder. Macht sie in der Platz. Oh Mann, ich probiere mal was. Ah, ja, so wollte ich es nicht. Ich probiere mal alle auf einen Schlag zu killen. Das wäre natürlich wunderbar. Ah gut, klappt. Was war nicht so extrem geplant. 4 Münzen. Hier in jeder Welt übrigens 1 bis 3 Bonuswelten. Nicht so extrem wie teilweise 5 in einer Welt. Ui, das war knapp. Ah, hier ist die. Ja, ich kann noch nicht fliegen. Muss ich mir... Ja, muss ich mir noch angewöhnen. Oh ja, ich muss mir wirklich noch die Steuerung angewöhnen. Das ist so ein bisschen schwach. Aber okay. Im Laufe des Spiels sollte man ja mit klarkommen. Und hier sehen wir hier den weiteren, den letzten Modus. Alle Sterne soll man hier sammeln. Und auch das ist in der Regel nicht zu schwer. Wie gesagt, wenn ich rausfinde, wie ich die Waffen wechsle, dann spiele ich in diesem Town deutlich lieber mit Diddy. Warum, fragt ihr? Mit Diddy kann man noch fliegen. Ja, kann man, aber Diddy ist deutlich flexibler, schneller im Getauwerk. Und jetzt nicht vergessen, hier ist die nächste Münze. Die zweite. Und was kriegen wir? Ein Leben. Und damit müssten wir alle Bonuswelten haben. Haben wir auch, weil 3 Bonuswelten Maximum. Und auch die DK-Münze. Und dann wollen wir mal ein bisschen Geld ausgeben, würde ich sagen. Bei Cranky. Kommt und begrüßt euren alten Großvater Cranky. Ich bin wieder da, um euch mit meiner unglaublichen Weisheit zu helfen. Kein Wunder bei meiner Erfahrung. Ups, genug geschwätzt. Zeigt mal eure Münzen her. Ja, also, diesmal ist Cranky Kong wirklich hilfreich. In jeder Welt gibt er Tipps. Manche sind umsonst, wie man hier sieht. Manche müssen wir bezahlen. Gut, wir brauchen sie nicht bezahlen. Ich kenne die Bonuswelten auswendig. Geht jetzt und macht die dumpfen Gremlings alle. Machen wir doch gerne. Okay, das letzte Level vor dem ersten Speicherpunkt. Und auch hier kleine nette Gimmicks. Achtet mal auf den Hintergrund. Auf die Sonne. Ah ja, finde Münze. Auch eine nette Abwechslung mal. Ja. Ah, schön, da ist die Gremlin. 6 Münzen. Also dieser Level müsst ihr mal achten auf den Hintergrund. Unbedingt. Ja, braucht man dafür beide Affen? Ich kann nicht mehr springen. Ja,
gut. Man kann, ihr seht, so ein paar Gremlins töten und wenn ich mich nicht ganz irre, dann ist es doch dieses. Oh, Mano. Ja, ich muss mich noch mit der Taste, mit der Steuerung vertraut machen. Und alles nur, um diese komische Dekamen zu erreichen, die man auch noch nicht mal alles schaffen kann, wenn man das erste Mal durch hat. Ah, ja, das war klasse. Das ist es nämlich. Es gibt hier noch eine nette verlorene Welt. Auch eine nette Gimmick und die Level da drin haben es wirklich in sich. Und Schatztruhen sind natürlich, habe ich auch noch nicht erklärt, auch noch was Neues. Die haben jetzt schon eine Bonuswelt. Oh, ich hoffe, ich finde die alle auf Anhieb. Aber ansonsten, wenn nicht, ich werde diesmal dann keine Hilfe nutzen, weil hier habe ich die im Gegensatz zum anderen Teil rausgefunden. Alle rausgesucht. Aber die sind auch nicht so, ja. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht zu bösartig versteckt wie im ersten Teil. Aber bösartig genug. So, weg mit dir. Ich möchte nicht mehr. Ey. So, geht doch. Ah gut, ich dachte, ich wäre eine Bundeswelt. Ja, man merkt, ich habe das Spiel wirklich ewig nicht mehr gespielt. So 9 Jahre? Nee, 9 Jahre ist Blödsinn. 95 ist rausgekommen. Ah, hier sehen wir diese schönen Clippers. Bloß mit einer kleinen Änderung. Man kann sie einmal hochspringen und dann sind sie sauer. Das heißt, sie sind eigentlich nicht besiegbar. Zumindest nicht mit normalen Sprung. Also, es fehlt hier Donkey. Und jetzt fehlt mir auch Diddy. Aber den kriegen wir ja gleich wieder. Ach komm, in der Zeit werden wir auch den mal gleich töten. Also, man sieht hier schon. Und es ist hier. Oh. Schatztruhen bringt immer was Schönes. Eine Bonuswelt. Ah ja, die brauche ich unbedingt. Die Unbesiegbarkeit, weil die bringt mich zur zweiten Welt. Zweiten Bonuswelt, besser gesagt. Und da haben wir sie. Das Bonusfass. Gut, das Leben habe ich jetzt außen vor gelassen, aber braucht man nicht wirklich. Oh, nö. Nicht wirklich, oder? Jetzt wird's knapp. Aber ich hab's auch noch geschafft. Tut mir leid, dass ich es eben nicht sagen musste. Ich komme mit dir nicht klar. Mit Dixie nicht klar. Zumindest mit dem Fliegen noch nicht. So, ich hoffe, jetzt habe ich alle Bonuswelten. Aber ich denke, das waren alle. Auf Anhieb. Wehe nicht. Spiel. Enttäuscht mich. Ja, richtig. Ein Ausrufezeichen. Und wir sehen den zweiten. Und eine weitere Neuerung. Kong-Schule. Ich bin Frau Frankie Kong, die Leiterin der Kong-Schule. Ich werde euch lehren, wie man dieses Spiel spielt. Ihr könnt aber auch vorbeischauen, wenn ihr Süßen abspeichern wollt. So, ihr Wonneproppen, wie kann ich euch helfen? So, Erklärung ist damit abgesprochen. Winky Kong, oder wie sie hieß. sie betreibt eine Schule, ist der Speicherpunkt und ist die Frau von unserem netten Cranky Kong. Die Arme. Speichern könnt ihr beim ersten Mal umsonst. Danach müsst man Münzen bezahlen. Auch sie bietet Tipps. Zwar keine für Bonusfelden, aber wie man spielt. Zum Beispiel Partnerwurf, und sie gibt Endgegner-Tipps immer. Grundsätzlich. Außer Verein. Aber das ist später mehr. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das erste Video zu diesem Thema gefallen. Wenn nicht, dann sagt mir es. Wenn doch, sagt mir es. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.